Wunderbar. Da habe ich Tobi gesehen. Tobi, Tobi, Tobi. Tobi van Kenobi. Da kriegst du ein Stiefmütterchen. Oh, Mager. Sehr schön. Sehr schön. Da ist Jona. Kathi! Da, du kriegst einen Kräutertee. Blumen sind anscheinend doch besser bei dir. Zu Christina will ich ja auch noch gehen, weil die liebt ja den Kräutertee so. Da ist er. Geh weg. Ist eigentlich auch eine ganz süße, finde ich. Da hat sie sich jetzt gefreut. Wunderbar, Rex. Okay. Dann würde ich jetzt mal sagen, schauen wir noch ganz kurz beim... Was? Und wo ist jetzt der Bürgermeister? Ah, dann kriegt er halt heute nichts. Ich habe jetzt keinen Bock, den zu suchen. Aber wir rennen hier noch kurz an den Strand, um mal zu gucken, ob wir da vielleicht noch was Tolles finden. Nein. Vielleicht ja hier drüben. Ja, immerhin ein Segel. Und noch einer. Schön. Immerhin, das ist ja schon mal besser als nichts, würde ich jetzt mal sagen. Zwei Seeigel. Besser als nichts. Die Abendmusik ist so toll. Ach, die ist einfach so schön. Insgesamt, die Musik hier in Harvest Moon, die ist phänomenal. Einfach. Einfach toll. Kann ich hier eigentlich... Ich habe da jetzt gar nicht geschaut, ob ich hier irgendwie was ernten kann im Sinne von Erdbeeren oder so. Nein, kann ich hier nichts ernten. So, dann kannst du verkauft werden, so. Wunderbar. Das sollte alles sein. Genau, und jetzt will ich erstmal ein bisschen Tee kochen. Das muss jetzt auch noch gemacht werden. So. Denn der Kräutertee kommt eigentlich ziemlich gut an bei den Dorfbewohnern. Oder Stadtbewohnern, Inselbewohnern, je nachdem. Bei meinen Nachbarn und Mitbürgern. Und der ist kostenlos. Ist auch so ein kleiner Vorteil an dem. So, ist das jetzt schon mein letztes Kraut? Ja, das ist schon mein letztes Kraut. Ich habe vergessen, die Himbeeren hier zu verkaufen, sehe ich gerade.
So. Ja, wie? Ach, das ist scheiße. Ist die Schildkröte jetzt wieder oben? Ach komm, das ist doch scheiße. Nee, das finde ich scheiße. Ich habe jetzt gemeint, dass die auch dann hier unten ist. Aber warum ist die da oben? Das ist ja... Ach, komm schon. Das ist doch richtig scheiße. Da ist die doch voll alleine da oben. Geh ich halt immer mal ein bisschen spazieren mit ihr. So, mit Schildkröte spazieren gehen. Na komm. Oh, sie findet was. Ja. Mit einem Affenzahn. Ui, was war das? Was war das jetzt? Da stellt die sich auf ihre Hinterbeine. Oh nein, ist das süß. Ach, die Schildkröte ist toll. Aber es ist echt... Ich finde das echt blöd. Nee, ich finde das echt blöd, dass die da oben ist. Da ist die so alleine. Da ist die einsam. Da ist die traurig. Boah, die findet aber ganz schön schnell was. Die findet ganz schön schnell was. Aber sie ist sehr langsam unterwegs. Aber es ist halt eine Schildkröte. Was erwartet man? Man kann jetzt nicht erwarten, dass die Schildkröte so schnell unterwegs ist wie die Katze. Sie chillt einfach. Oh, die findet schon wieder was. Was ist denn das? Ja, dafür ist da jetzt nichts. Ist okay. Die findet echt viel Zeug. Muss man mal so sagen. Und sie ist glücklich. Schon wieder findet sie was. Sag mal, die buddelt ja die ganze Insel leer. So. Komm, wir gehen ein bisschen durchs Wasser. Das magst du. So, gehe ich ein bisschen mit meiner Schildkröte durchs Wasser. Findet schon wieder was. Das ist der Wahnsinn. Da liegt aber diesmal nichts. Diesmal trollt sie mich nur. Hier liegt nichts. Und zu guter Letzt findet sie sogar nochmal was. Nochmal ein Kraut. Wunderbar. Na, dann komm, Schildkröte. Geh mal wieder heim. Kleiner Ausflug mit ihr zum Strand. Ja. Bis wir daheim sind, hat die aber auch noch 10.000 andere Sachen gefunden. Das ist heftig, wie viel die findet. Wie schnell die irgendwas findet, das ist echt heftig. Ich darf halt nicht zu schnell gehen, damit meine Schildkröte noch hinterherkommt. Ich finde es so toll, wenn die sich auf ihre Hinterbeine stellt. Das sieht so süß aus. Ist zwar physikalisch gesehen, wenn ich mich nicht irre, unmöglich für eine Schildkröte, aber ist okay. Ich weiß nicht. Ich denke mal, dass das vom Körperbau her für eine Schildkröte unmöglich ist, sich auf die Hinterbeine zu stellen. Aber ich kenne mich ja nicht aus mit Schildkröten. Keine Ahnung.
Und ich weiß nur, dass der Panzer von der Schildkröte brutal hart sein soll. Aber genau sagen kann ich es jetzt auch nicht, weil, wie gesagt, Schildkröten, wundervolle Viecher, aber ich kenne mich null mit denen aus. Jetzt findet sie schon wieder was. Ja, sag einmal. Es passt mir aber gar nicht, dass du hier auf meiner Farm irgendwas findest, weil nicht, dass du irgendwelche Leichen ausbuddelst oder irgendwelche Zombies. Das gefällt mir gar nicht. Nicht, dass du die Leichen von dem alten Russen da ausgräbst, der hier mal war. So. Dann können wir jetzt mal noch die ganzen Kräuter... 8 Kräuter, hey, hör mir auf. Das Viech hat 8 Kräuter gefunden. In der kurzen Zeit von Farm bis Strand und zurück. 8 Kräuter. Aber das ist gut. Dann kann ich nämlich immer mit der Schildkröte spazieren gehen, dann bekomme ich viele Kräuter und dann kann ich viel Kräutertee herstellen. Das ist sehr, sehr gut. Ach scheiße, nein, nicht die Pfanne. Ach. Ich wollte doch den Topf benutzen. So, jetzt haben wir sie ja bald alle. Und dann dürften wir ordentlich Kräutertee haben. Und der ist schließlich beliebt bei den Dorfbewohnern. Ja, 12 Stück haben wir schon. Also insgesamt haben wir dann 14 Stück. Und das ist gut. Das ist sogar sehr gut. Und das letzte Kraut. Wunderbar. Wunderbar. So. Weißt du was? Wir sind heute lieb. Da ist die Himbeeren. Lecker, lecker, lecker. Und die Blaubeeren darfst du auch essen. Wunderbar. Wer ist schon nicht gerne Himbeeren oder Blaubeeren? Ich liebe Himbeeren und Blaubeeren. Oh, Blaubeeren. Ich müsste mal irgendwie so eine LKW-Ladung Blaubeeren bestellen. Oh. Die würde keine 10 Minuten halten, wahrscheinlich. So, ich würde mal sagen, dann können wir mal ins Bett gehen. Wir waren fleißig, haben viel, viel erreicht. Ja, 4000, wow, wow. Ja. 4000 durch den Ackerbau, 5000 durch die Tierhaltung, nochmal 4000 durch die Fischerei alleine und 1800 durch Sonstiges. Ja, du, das ist, ja, ist okay. Das ist definitiv okay, würde ich jetzt mal meinen. Jo, und heute ist das wunderbare Blütenfest. Da können wir dann beim nächsten Mal hingehen. Ja, ich komme ja schon. Ich bin ja schon da. Können wir dann beim nächsten Mal hingehen? Hey. Zum Blütenfest. Und ja, ich würde mal sagen, mit Marlene hier auf dem Arm können wir heute mal den Part beenden.
Also gut, Leute, das war dann mein Let's Play Harvest Moon, deine Tierparade für heute. Ich danke euch fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Ciao.